Achtung! Die in diesem Spiel möglichen Aktionen entsprechen in keinster Weise den in einer Gesellschaft anerkannten Verhaltensweisen. Im richtigen Leben wären viele dieser Dinge verboten. Dieses Programm soll niemanden dazu verleiten, die im Spiel erprobten Handlungen in der Realität auszuprobieren. Jeder sollte sich beim Spielen dieses Spiels beobachten und die dabei entstehenden Empfindungen genau analysieren. Kinder sollten dieses Spiel am besten mit ihren Eltern zusammenspielen und besprechen. Aber natürlich soll es auch Spaß machen, manche Dinge mal von einer etwas anderen Sichtweise aus zu betrachten. In den Straßen tobt der Kampf, täglich neue Bandenkriege. Kein Geschäft ist vor Überfällen und Schutzgelderpressung sicher. Niemand traut sich unbewaffnet auf die Straße. Täglich werden Banken überfallen und Postzüge ausgeraubt. Auch die schwersten Waffen sind frei erhältlich. Von der Polizei ist keine Hilfe zu erwarten, denn selbst der Polizeichef ist bestechlich. In diesem Gewirr von Verbrechen und Korruption kämpfen vier gerade aus dem Gefängnis entlassene Gangster um die Führung der Unterwelt. Sie gehen dabei über Leichen. Und damit willkommen zu Let's Play Crime Fighter. Ein sehr altes Spiel, ursprünglich für MS-DOS. Mittlerweile auch erhältlich in einer Windows-Version, basierend auf DirectX. Allerdings sehen wir hier die Version 1.5, die noch unter DOS lief. Einfach aus Nostalgiegründen sozusagen. Die Windows-Version hat leicht bessere Grafiken, aber sie ist nicht mehr so schön retro wie das hier. Und wir laden natürlich kein gespeichertes Spiel, sondern fangen von vorne an. Wir spielen bis zu einem Punktestand von 50 Punkten, wie uns hier vorgeschlagen wird. Und wir spielen alleine. Man kann dieses Spiel mit bis zu 4 Spielern spielen, die dann allerdings alle vor dem gleichen Rechner sitzen müssen. Da ich hier im Moment alleine bin, werde ich auch alleine spielen. Name von Spieler 1. Ja, da gebe ich doch mal meinen Namen ein. Und wir brauchen noch einen Namen für unsere Bande. Tja, was nehmen wir denn da? Wir nehmen die El Terrano. Warum? Naja, gut, warum nicht? Und jetzt werden meine Werte hier ausgewürfelt. Na, das kann ja eigentlich nur schief gehen, oder? Bin mal gespannt. Wie viel Kraft? Ja, 55, das ist relativ kräftig. Intelligenz 60, das ist auch gar nicht so schlecht. Und Brutalität 45. Das sind ziemlich gute Startwerte, da kann man sich gar nicht beschweren. Energie ist so eine Art Lebenspunkte und Kapital 6200 D-Mark. Denn dieses Spiel ist, wie man unten sieht, von 1993 und wurde entsprechend lange weiterentwickelt, aber die D-Mark hat sich gehalten. Warum auch nicht? So, weiter. Und wir befinden uns hier im Hauptmenü des Spiels. Hier gibt es eine Übersicht. Dieser Punkt hier durch die Stadt gehen macht den Großteil des Spiels aus. Bandenkriege kann man nur nutzen, wenn man wirklich mit mehr als einem Spieler spielt. Dann kann man sich gegenseitig bekämpfen. Genau das gleiche gilt hier für nächster Spieler. Macht auch nur Sinn, wenn man mit mehreren Leuten spielt. Optionen brauchen wir nichts weiteres einzustellen. Das ist schon vorkonfiguriert. Und dieser schöne DOS-Prompt sagt uns, man kann das Spiel auch beenden. So, schauen wir uns einmal die Übersicht an. Name der Bande und Name des Bandenchefs haben wir gerade eben eingegeben. Die Fortbewegungsmittel sind unsere Füße. Das sollte man vielleicht ändern, weil das ist doch recht anstrengend, immer zu Fuß zu gehen. Rang, Anfänger, 0 Punkte, klar, bezahlte Miete. Wir haben keine Wohnung, deswegen haben wir auch keine Miete bezahlt. Diebesgut, Bestechungsgelder, Kredit, Kreditdauer, alles Mögliche. Tja, Diebesgut verrät schon so langsam, worum es geht im Crime Fighter. Das bin ich. Richtig. Nämlich, es geht darum, dass wir Verbrechen begehen wollen. Und zwar hier in dieser Stadt. Wir befinden uns hier, als kleines Männchen, denn wir sind ja zu Fuß unterwegs. Und wir werden uns bemühen, das auch möglichst schnell zu ändern, indem wir uns hier in diesem Gebrauchtwagen Krüger-Laden ein Auto organisieren. Natürlich
Tja, du siehst viele verschiedene Autos, die nur darauf warten, gestohlen zu werden. Was willst du tun? Natürlich möchte ich den Wagen, den ich haben will, nicht legal erwerben, denn das wäre ja langweilig, sondern wir organisieren uns ein Auto. Oder auch nicht, denn hier sind gerade viel zu viele Leute und ein Diebstahl wäre zu auffällig. Naja gut, dann werden wir das vielleicht doch besser noch nicht tun. Hier ist Eddies Waffencenter, wo wir uns erstmal eine Waffe besorgen müssen, denn da haben wir auch noch keine, sondern sind mit unseren Fäusten unterwegs. Was auch nicht so hilfreich ist. Da du einer seiner besten Kunden bist, empfängt dich Eddie persönlich und fragt dich nach deinen Wünschen. Was willst du sagen? Ja, ich brauch mal wieder ein paar Waffen hier. Also, das kann man ja so nicht machen mit den Händen. Was hast du denn an Knarren so im Angebot? Du hast eine Pistole im Angebot. Ja, das könnte man doch eigentlich schon mal nehmen. Es ist immerhin besser als gar nichts. Pistole für 4000 D-Mark. Mittelmäßig Reichweite, mäßig treffsicher und durchaus tödlich. Das würde ich von einer Pistole auch so erwarten. Ich möchte diese Waffe... will ich eine Pistole? Will ich eine Pistole? Nee, ich glaube, eigentlich will ich keine Pistole, denn so gut ist die Pistole auch nicht. Gehen wir doch lieber nochmal nebenan gucken, ob hier ein paar Leute verschwunden sind und wir uns jetzt einen Wagen organisieren können. Ja, hier sehen wir mehrere Wagen. Ein Peugeot, ein VW Passat, Mercedes, Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini oder Jaguar. Gut, je teurer die Autos sind, desto schwieriger ist es auch, sie zu klauen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dabei erwischt wird und Probleme bekommt. Deswegen fangen wir mal relativ klein an mit einem Mercedes 190e. Da haben wir vielleicht noch eine Chance. Ja, wer soll die Kiste knacken? Das muss ich natürlich selber machen, denn ich habe ja noch keine Leute, die für mich arbeiten könnten. Der Wagenhändler erwischt... Ja, das ist... Hallo... Nee, jetzt möchte der uns doch tatsächlich davon abhalten hier. Hallo, du Wagenhändler hier mit Gewehr und so. Ich gehe dann mal, weil Gewehr ist irgendwie unfair. Ich habe doch gar keine Waffe und so. Und nein, das ist aber möchtest du mich wirklich erschießen? Nee, komm du, ich gebe auf, denn mit den Fäusten haben wir keine Chance dagegen. Und der erste Versuch, das Gesetz zu brechen, ist schon mal nicht so gut gelaufen und die Polizei wurde informiert und ist schon unterwegs. Was machen wir? Wir versuchen vor der Polizei zu flüchten. So, wir reißen uns los und müssen jetzt hier flüchten in Crime Fighter, in dieser schönen Karte, wo uns dieser Polizist hier versucht zu fangen. Das ist auch eine der schwierigsten Karten, was den Fluchtversuch angeht, denn man muss wirklich diesem einen Polizisten gut ausweichen. Leider hat er uns jetzt erwischt und das sind ja vier Polizisten mit Pistolen, wo wir uns so... ich ergebe mich, nein, bitte nicht erschießen und nee, das ist eigentlich... Ja, ich ergebe mich, weil keine Chance. Gut, unsere erste Tour durch die Stadt endet erstmal im Gefängnis und da bleiben wir jetzt einen Monat, denn es ist so schön da. Gibt zumindest was zu essen. Ja, wir sitzen noch einen Monat im Knast. Das ist schade, aber da kann man leider auch nichts machen. So, gehen wir wieder durch die Stadt und versuchen das noch einmal. So, aber wir brauchen trotzdem einen Wagen. Da führt kein Weg dran vorbei. Deswegen versuchen wir das einfach noch ein paar Mal. Vielleicht versuchen wir es mit etwas noch kleinerem wie einem Peugeot? Tatsache, der Peugeot, der hat funktioniert. Das ist unser neues Auto. Das ist doch sehr angenehm. Wieso braucht man ein Auto? Einerseits erkennt man sich dann besser auf der Karte, weil man einen größeren Sprite bekommt. Aber das ist nicht der Grund, sondern die Anzahl der Schritte hier geht deutlich nach oben. Das heißt, wir können uns pro Monat viel weiter bewegen. Ist ja auch klar, wenn man mit einem Auto unterwegs ist, kann man deutlich mehr machen. Zum Beispiel auf den Parkplatz von einem Supermarkt fahren. Der Olli-Markt.
Der Ladeninhaber fragt dich nach deinen Wünschen. Was willst du sagen? Ja, Mann, was könnten wir denn hier so machen? Werter Herr, wie könnten Sie vielleicht Ihre Kasse aufmachen? Ich hätte nämlich gerne das Geld da drin. Ah, du willst mich ausrauben. Ich rufe die Polizei. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Tja, das war nicht so ganz erfolgreich. Gut, dann müssen wir uns wohl etwas anderes überlegen. Schauen wir doch mal, was gibt es denn hier so? Das Ende des Monats, das gibt es hier. So, aber wir lassen uns von dieser kleinen Unterbrechung natürlich überhaupt nicht stören, sondern schauen uns einmal auf dem Spielplatz um. Tja, was könnte man denn hier machen? Könnten ein Kind entführen. Das ist im Moment ein bisschen unpraktisch, denn wir haben noch keinen Ort, wo wir das Kind unterbringen können. Aber wir könnten mal versuchen, eine Handtasche zu klauen von irgendeiner alten Oma. Das müsste doch eigentlich drin sein. Das versuche ich natürlich selbst. Und wir stehlen eine Goldenuhr im Wert von 600 D-Mark. Na, das hat sich doch schon einmal gelohnt. Dann fahren wir auch direkt weiter. Denn was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist eine ordentliche Waffe. Und hier ist ein weiterer Waffenladen. Was hast du denn im Angebot, Eddie? Du hast auch nur eine Pistole. Nein, ich möchte tatsächlich immer noch keine Pistole. So, dann schauen wir doch mal weiter, ob wir noch irgendwo einen Waffenladen finden. Ich erinnere mich nicht mehr so genau, wo die alle waren. Aber wenn ich mich richtig erinnere, gab es die Möglichkeit, das einzustellen. WA ist für Waffen. Da oben gibt es noch einen Waffenhändler. Hier bei dem... Ne, wir waren eben bei dem hier. Hier gibt es noch einen Waffenhändler. Hier gibt es einen Waffenhändler. Und hier waren wir gerade. Da scheint es auch noch einen zu geben. Gut, das heißt, wir fahren jetzt erstmal am besten nach hier oben, würde ich vorschlagen. Dazu müssen wir... Dazu nehmen wir doch am besten hier die zweispurige Autobahn. Dann kommen wir nämlich am schnellsten vorbei. Diese Straße hier kann man übrigens auch überhaupt nur benutzen, wenn man ein Auto hat. Zu Fuß kann man hier gar nicht lang gehen. Und ja, leider hat der Monat nicht ausgereicht, um da anzukommen, deswegen müssten wir das verschieben. So, du hast im Angebot ein Gewehr. Das ist ja schon mal ein klein bisschen besser als eine Pistole und das nehmen wir dann tatsächlich auch erstmal. Es gibt noch bessere Waffen, aber für den Anfang muss ein Gewehr erstmal ausreichen. So, hier gibt es einen Hafen. Was könnte man denn an einem Hafen machen? Wir könnten versuchen, ein paar Container aus dem Lager zu stehlen. Und ich glaube, das versuchen wir auch mal, denn hier liegen ganz viele Container herum mit wertvoller Ware. Und die müssen wir jetzt versuchen, auf diese hervorgehobenen Felder zu schieben. Und natürlich sollten wir wieder aus dem Lager abgehauen sein, bevor die Polizei kommt.